Hallo, mein Name ist Mirko Hillert. Wir sind hier auf den BPM Integration Days. Ich führe ein Interview mit Bernd Rücker durch. Bernd, du führst hier den Workshop Prozessautomatisierung mit BPM 2.0 und Java durch. Kannst du kurz dich vorstellen unseren Zuschauern und erklären, wie wichtig dieses Thema in der Praxis ist? Klar, gerne. Also ich selber habe einen eher technischen Hintergrund in dem ganzen BPM-Bereich. Eigentlich seit 10 Jahren mache ich das schon. Sehr viel früher auch schon mit Open Source Workflow Engines, immer so ein bisschen mit diesem Automatisierungsgedanken, sehr stark mit der technischen Brille. Wir haben jetzt vor bald 5 Jahren die Camunda gegründet, sind aktuell 20 Leute und kümmern uns eigentlich 100% um diesen BPM-Fokus immer mit dieser Sache Business IT Alignment, also wie kriegen wir Fachlichkeit und Technik zusammen? Das ist eigentlich so unsere Story. Und welche Bedeutung hat das in der Praxis? Ich glaube, eine recht große. Also im Zweifel bin ich da ein bisschen betriebsblind, aber wir sehen ja sehr viele Kunden, die auf uns zukommen, die Projekte mit uns machen. Übrigens so durch die, also diese gesamte Breite der Branchen, also das vielleicht auch interessant, also von der Polizei über Telco, über Banken und Versicherungen, hin zu Handel und sonstigen Sachen. Also es ist irgendwie alles dabei, es geht alle an. Ich glaube, die Relevanz ist deswegen auch sehr hoch heute. Wir sehen das, weil wir einen sehr starken Effizienzdruck haben, also sehr viel Automatisierungsdruck auf der anderen Seite, aber eben auch Potenzial, weil viel mehr geht mit den Technologien, die wir inzwischen kriegen. Banken und Versicherungen ist das schönste Beispiel. Die machen das eigentlich schon immer, bei denen heißt das dann Dunkelverarbeitung. Also wie kann ich Prozesse vollautomatisch durchrödeln, ohne dass ich da nochmal ran muss, ohne dass ich da Sachbearbeiter beschäftigen muss. Und ich glaube, was man auch langsam immer mehr sieht, ist, dass das ganz andere Geschäftsmodelle ermöglicht. Also gerade Stichwort Direktbanken zum Beispiel, wo ich mein Konto online eröffne, wo ich keinen Schalterbeamten mehr habe. Und ich glaube, das wird noch sehr viel verändern, auch in Zukunft. Und ich glaube, dass BPM, also einmal das fachliche Verständnis, wie Prozesse laufen, dann aber eben auch die Automatisierung und das Ausbringen in der Breite eins der wichtigen Vehikel einfach ist, die wir da brauchen. Okay. Du bist vielen Kundenprojekten unterwegs. Wo siehst du die immer wiederkehrenden Fallstricke in Unternehmen, wenn es um das Thema Prozessautomatisierung geht? Glaube ich, gerade Prozessautomatisierung ist das Problem, dass wir mal fachlich und technisch zusammenbringen müssen. Und das passiert meistens auf einen oder anderen Weg, nämlich entweder kommt das durch eine Fachabteilung getrieben, dann oft mit so einem Gedanken heute immer noch nicht tot zu kriegen. Man hat irgendwie so eine magische BPM-Suite und damit werde ich vielleicht sogar meine Entwickler los, idealerweise. Also dann malt der Fachbereich den Prozess, der weiß ja, wie er inhaltlich aussehen soll und dann läuft das. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die wir sehen, ist, dass es aus der Technik getrieben kommt und dann sind das irgendwelche Prozesse, Workflows, die da abgebildet werden, die immer noch hochtechnisch sind. Also das ist schon mal besser, als es zu programmieren vielleicht in Code, aber das ist noch nicht das, wo wir eigentlich hinwollen, wo wir wirklich sagen, Business IT Alignment wird gelebt. Wir haben ja auch ein BPM 2.0 Buch geschrieben und das ist zum Beispiel eine Notation, die uns einfach hilft, zu sagen, die kann ich in den Fachbereich bringen, der versteht das als Modellierungsnotation, aber auch technisch ausführen. Und da muss man letztendlich noch einiges an Methodik drumherum packen, dass man sagt, das geht wirklich. Und vielleicht mal auf den Workshop morgen zu kommen, ich habe ja BPM 2.0 plus Java das Ganze genannt. Und das ist so eine Geschichte, wo wir sehr viel bei Kunden gerade unterwegs sind, wo wir sagen, hey, ihr habt Entwickler, Java-Leute, die kennen sich mit Java super aus. Java kann, das ganze Ökosystem ist sehr, sehr reich, was es da einfach Funktionalität gibt. Da wollen wir BPMN oder Workflow einfach mit reinklinken. Und zwar nicht als Fremdkörper, irgendwie als Zero-Coding, sonst was, Suite, womit dann die Entwickler auch nicht klarkommen, sondern wirklich in den Java-Kosmos. Aber trotzdem BPMN benutzen, um auch den Link zu einer Fachlichkeit zu kriegen. Und ich glaube, dass genau das irgendwie auszutarieren gelingt in der Praxis relativ selten. Dann meistens noch gepaart mit irgendwelchen Suites, die sehr vernagelt sind, wo man sagt, okay, entweder nimmst du das ganz oder gar nicht. Und ich glaube, das versuchen wir so ein bisschen dann auch aufzubrechen, mehr Best-of-Breed-Ansätze zu fahren. Ich habe morgen auch 2 Beispiele, wie wir zum Beispiel SOA, gewisse Dinge, die ich da eigentlich tun will, ohne einen ESB hinzukriegen, oder auch ACM-Konzepte vielleicht auf eine relativ leichtgewichtige Art und Weise umzusetzen. Und das ist so ein bisschen ja auch unser Weg, den wir gerade gehen und mit einigen Kunden auch sehr erfolgreich gehen. Einfach ein bisschen leichtgewichtiger, ein bisschen Best of Breed und trotzdem aber diesen BPM
Sache zu fahren. Gerade Sebastian Mein hat uns mal gefragt auf einer JAX, warum macht ihr eigentlich so ein alte Männer-Thema wie BPM? Und das, genau das wollen wir, denken wir nicht, das ist kein alte Männer-Thema. Das ist eigentlich sehr spannend. Okay, Bernd, vielen Dank für das Interview und eine gute Zeit noch hier. Danke.